Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Informationen und Meinung. Wer wusste es? Merkel hat ein Vorbild für ihre Demokratie. Und was ist das Vorbild für Merkel? Man errät es nie. Der afrikanische Staat Ruanda. Ja, wie komme ich da drauf? Es geht um den Frauenanteil im Parlament. Und da meinte Frau Merkel, Ruanda ist ihr Vorbild. Denn immerhin habe man dort 61% Frauen im Parlament. Nun, beim Land Ruanda hat man so gewisse Vorstellungen, wie es in Afrika aussieht. Ja, geh mal davon aus, dass das genauso aussieht, wie du gerade denkst. Vielleicht fällt dem einen oder anderen noch ein, dass da mal was war mit 800.000 bis 1 Million Leuten, die plötzlich nicht mehr am Leben waren, aus gewissen Differenzen von zwei Bevölkerungsgruppen. Gut, das ist jetzt schon lange her. Was man allerdings nicht weiß, ist, dass hier ein gewisser, wie heißt er denn noch gleich, Paul Kagame, mit dem Frau Merkel schon häufiger korrespondiert hat. Warum, werde ich noch mitteilen. Seit 2000 ist er dort Präsident und 2017 war es, glaube ich, da hat er sich nochmal wählen lassen. Und jetzt ratet mal, wann der Mann sich hat wählen lassen, 2017 bis 2034. Also genau dieses Land ist ein Vorbild für Merkel. Übrigens ist er gewählt worden mit einem Stimmanteil von, Moment, nichts Falsches sagen, waren es jetzt 97 oder 98%. Ja, das finde ich gleich noch raus. Es waren 98%. So viel Detailtreue muss sein. Wer jetzt denkt, das ist alles nur ein Quatschvideo oder das ist nicht wichtig, wie soll man das ausdrücken? Bei Merkel sind ja die Reden, das war eine Rede, die so gehalten wurde. Bei manchen Sachen verplappert sie sich einfach und hier ist das schon Absicht, warum sie genau dieses Land hier anführt. Denn dieses Land Ruanda hat eine strategische Bedeutung. Das werde ich in einem weiteren Video noch einmal ausführen, warum das so ist. Es handelte sich bei diesem Zitat, was ich hier anführe mit Ruanda, um eine Rede zum Frauenwahlrecht 100 Jahre. Da war dann zum Beispiel Familienministerin Giffey da und noch so ein paar andere wichtige Frauen. Ja, und das war im Oktober 2018 schon. Da hatte sie das gehalten. Nein, am 12. November, ich korrigiere. Am Schluss lese ich mal das ganze Zitat vor. Es gibt es auch auf Video, auf Phoenix. Findet sich dann alles hier unten in der Videobeschreibung, kann man sich dann da anschauen. Ich lese es aber am Schluss noch mal vor. Nochmal zu dem Frauenanteil im Parlament. Da hat uns der Herr Henrik Broda hat uns da erinnert in einem seiner letzten Videos, ja, dass das, was du da zwischen deinen Beinen hast, dass das nur ein soziales Konstrukt sei. Also wenn du Mann oder Frau zu sein glaubst, das ist alles nur relativ, dann ist natürlich auch die Frage, wenn natürlich Mann und Frau entsprechend im Parlament vertreten sein sollen, auf Listen entsprechend sein sollen, dann fühlt sich sicherlich jeder diskriminiert, der ein diverses Geschlecht hat. Also bei den, wie viel sind das, 0,1% Promille, die quasi bei den zwei Geschlechtsmerkmale da irgendwie noch mit ausgebildet sind, die, ja, also da fühlt sich, also einer von 10.000 oder eine von 10.000 fühlt sich dann sicherlich diskriminiert, weil sie eben nicht da berücksichtigt werden wird. Und die Idee, das ist auch der Punkt, die Idee, da ist da nicht Merkel irgendwie außen vor, sondern das ist konkret auch ihr Projekt, ja. Ja, jetzt noch so ein paar Sachen zu Ruanda vielleicht. Ich sag nur,
Kindersterblichkeit 7,6%. Ja, also bis zu 5 Jahren sterben 7,6% alle Geborenen. Ja, die überleben einfach nicht das fünfte Lebensjahr. Das ist das Vorbild von Frau Merkel. HIV-Erkrankenrate in diesem so vorbildlichen Land 2,9%. Wie gesagt, ja, wie der Herr Kagame da gewählt wurde, also wirklich ein ganz hervorragendes Vorbild für Frau Merkel. Wie gesagt, 98% haben den Herrn Kagame in Ruanda gewählt. Und ich werde am Ende nochmal so ein Bild einblenden, wo man so sieht, wie freundschaftlich das alles ist mit der Frau Merkel und diesem Herrn Kagame. Ja, der eben seit 2000 regiert und bis 2034 noch regieren kann und will, also 34 Jahre Regentschaft, und danach kann er noch weiter gewählt werden. Ja, okay. Ja, und mit diesem Herrn aus Ruanda, da trifft sich nicht nur Merkel, es gibt viele Bilder, gibt mal Merkel und Kagame ein, da wirst du sehr viele Bilder finden. Ich wusste das nicht. Ja, aber es gibt da Gründe. Dazu mache ich noch ein Video, ein oder zwei. Und da trifft sich ein John Kerry, eine Hillary Clinton mit diesem Mann. Ja. Was haben wir hier noch? Ja, und das wird auch nochmal ein Thema sein. Laut Wikipedia ist Ruanda international in die Kritik geraten wegen Destabilisierung des Ostkongo. Warum Ostkongo? Das ist ja ein anderes Land. Was hat der da zu suchen? Ja, da gibt es Rohstoffe. Okay. Ein großer Teil der ostkongolesischen Mineralien wird aber über Ruanda auf den Weltmarkt gebracht. Und jetzt macht es vielleicht klickety, klickety, klack, wenn ich das Wort Elektromobilität sage. Ja, dazu mache ich noch was. Und die globalen, diese globalen Zusammenhänge werden auch in einem Audio bzw. Video von Falco Seger noch einmal dargestellt. Insbesondere was dieses Thema Umwelt anbelangt. Der Falco, das ist ein junger YouTuber sozusagen, obwohl er gar nicht so jung ist vermutlich. Aber das will ich empfehlen, einfach auch aufgrund dieser ganzen Zensurmaßnahmen hier auf YouTube muss man auch eben sowieso, aber das noch mehr, muss man auch ganz kleine Kanäle auch ein bisschen anpushen. Also der hat auch, ist auch sehr gut gewachsen und sehr gut von null hochgeschossen schon auf eigene Kraft. Also das ist schon sehr kompetent, was der Mann hier zu sagen hat. Deswegen, hier ist der entsprechende Kanal, da kannst du dann hinklicken, damit du dann direkt dorthin gelangst. Okay, erstmal soweit zu dem, das zeige ich dann nachher. Hier noch das Zitat, das Versprochene. In der letzten Legislaturperiode waren noch 36,5% der Abgeordneten Frauen, jetzt sind es 30,9%, so Merkel im November 2018. Das ist fast genau der Frauenanteil, den auch der Sudan in seinem Parlament hat. Ich glaube, dass wir uns damit wirklich nicht zufrieden geben können. Jetzt sagt Merkel weiter. Ich will nicht nur von Ruanda reden, bei denen immerhin 61% Frauen im Parlament sitzen, sondern vor allen Dingen eine strukturelle Sache hervorheben, die die Kommission der Afrikanischen Union betrifft. Afrikanische Union, auch wichtiges Thema, werde ich dazu auch ein Video machen. In dieser Kommission sind die Regionalbereiche Afrikas vertreten, und zwar jeweils mit einer Frau und einem Mann, sodass die Kommission qua Festlegung paritätisch besetzt ist, was ich für eine wirklich gute Sache sehe. Also Ruanda war nicht irgendwie nur so ein zufälliges Beispiel. Nein, es geht hier um die Afrikanische Union. Und sie sagte nur wirklich, in
mehrfach betont, dass das gut ist. Also eine wirklich sehr gute Sache hat da die Afrikanische Union und insbesondere erwähnt sie da Ruanda als großes Vorbild. Ja, okay. Zum Thema Umwelt, wie gesagt, hier von Falco Seger. Bitte draufklicken und abonnieren dort. Ja, erstmal soweit. Danke für die Aufmerksamkeit.